Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Unboxing Video hier auf meinem Kanal auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid alle gesund. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich meine Schürze an. Was heißt das? Richtig, die Degusta-Box ist angekommen. Und die ist nicht gerade leicht. Also, da ist er. Junge, Junge. Ganz schön Gewicht. Junge. Ein Wunder, dass der Tisch noch hält. So viel Gewicht. Da könnte also dieses Mal wieder was zu trinken dabei sein, was wir letztes Mal ja vermisst haben. Messer ist auch am Start. Batman-Tool. Ich bin Batman. Schneiden wir mal auf. Schnapp. Die Box zahle ich jeden Monat selber. Die kostet 14,99 Euro. Jederzeit kündbar, inklusive den Versand. Und es lohnt sich. Taschenrechner ist auch am Start. Mal sehen, was da Schönes drin ist. Ich habe mir auch nicht spoilern lassen. Dann wollen wir mal kicken. Ich bin gespannt, was da so Schönes drin ist. Einmal die Spoilerkarte, die brauchen wir als letztes. Da sind auch die Preise drin und was alles da drin ist. Donnerwetter, vollgepackt mit tollen Sachen. Dann haben wir als erstes. Die habe ich schon im Edeka gesehen. Milford kühl und lecker Eistee Pfirsich. Das heißt, funktioniert mit kaltem Wasser. Ohne Kalorien, ohne Zucker, einfach lecker. Eistee Pfirsich. Wow. War auch kurz drauf und dran, die mir mal zu holen. 15 bis 20 Grad, 8 Minuten. 5 Beutel bekommt man 1 Liter Tee, also Eistee. Wie gesagt, die habe ich schon bei Edeka gesehen, wollte ich mir auch schon geholt haben. Ja, jetzt habe ich die. Perfekt. Dann haben wir als nächstes New Pringles Sitzeln Spicy Barbecue Flavor. Also scharfe Barbecue Chips. Da mal sehen. Scharf ist ja nicht gleich immer scharf. Scharf kann so ein leichtes Kitzel am Gaumen haben. Und scharf kann so. Das ist auch scharf. Aber meistens sind die sehr enttäuschend, was die Schärfe angeht. Außer bei der Pizza Diablo von Dr. Oetker, da ist scharf wirklich scharf. Da könnt ihr beglauben. Die ist wirklich scharf. Nicht scharf, nein, sondern scharf. Dann haben wir. Oh, Pasta Pronto Miracoli Basilikum. Al dente. In der Mikrowelle oder im Topf. Beutel leicht kneten, um die Pasta zu trennen. 30 ml Wasser, ca. 2 Esslöffel erhitzen, sobald es kocht, Pasta hinzufügen. Und mit Deckel 3 Minuten köcheln lassen. Gelegentlich umrühren. Mhm. Ja, ich bin kein großer Freund von Fertigpasta, die sind dann nicht sowas von matschig und nicht mal al dente. Aber ich lasse mich mal überraschen, wie das schmeckt. Ich kann euch ja darüber mal berichten, wie es geschmeckt hat. Dann haben wir als nächstes vom Brand Sonnenblumenkern und Chiasamen. Saatenkrisp. 66% Saatenanteil. Also Knäckebrot. Ein sehr gesundes mit Chiasamen. Gut für die Verdauung, habe ich gehört. Jetzt muss man die Pringles mal woanders hinstellen. Ich sehe es auch nicht mehr. So, sehr gesund. Sehr gesund. Dann noch Quark und Erdbeermarmelade drauf. Perfekt. Dann haben wir als nächstes von Naturelli Protein, Oats und Honey. Ui. Die hat schon mal was von Naturelli drin. Und zwar mit der Erdnussbutter. Ja. Und das war verdammt lecker. Besonders Leute, die Erdnussbutter mögen. Hm. So. Hm.
Lecker, lecker. Mal sehen, was wir als nächstes hier haben. So ein bisschen Reklame. Ey, geil. Das war im letzten Monat auch schon drin. Aber mit Erdbeer. Na, wisst ihr, was ich meine? Sunquick, Eis. Und zwar ist das dieses Mal Tropical. Tropica. Also das heißt Orange, Ananas, Maracuja, Melone. Lecker. Enthält Fruchtsaft und ist ohne Konservierungsstoffe. Also das Erdbeereis, das schmeckt verdammt geil. Darum bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Super. Super, 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 super. Auch wenn es momentan temperaturmäßig meint, wir könnten auch im Herbst, Winter sein. Besonders die letzten Tage mit Schnee. Kann doch keiner mehr brauchen. Dann kommt als nächstes Loaca. Waffel mit Zitrone, Klassik. Cool. Steht drauf, neue Rezeptur, mehr als gut. Ja, wenn die manche Sachen neue Rezepturen machen, könnte man meinen, das ist wirklich besser, aber manchmal genau das Gegenteil. Nehmen wir nur Nutella. Neue Rezeptur. Hat total nachgelassen. Leider. Mein Gott, sind da noch Sachen drin. Donnerwetter. Die habe ich mir letztens zufällig bei Edeka besorgt. War viele schwärmen über Reese's. Ich kann jetzt schon sagen, das ist nicht mein Favorit und mein Handy hat geklingelt. Bond hat wieder mal vergessen, das Handy auf lautlos zu machen. Entschuldigung. Und das war nicht die Türglocke. Wie ich gerade schon sagen wollte, mein Fall ist es nicht. Ich esse gern Erdnussbutter. Ich esse gerne Schokolade, aber das... ne, das verstehe ich. Vielleicht jemand, mein Bruder. Entschuldigung. Jetzt ist ein Kratzen im Hals. Als nächstes haben wir Fried. Neu. Mit Blutorange, oder? Ja, mit Grapefruit. Fried. Wow. Ist Fried ein Kau? Oder war was anderes? Na egal. Lecker. Dann haben wir was zu mehr Sachen zum Trinken. Ui, cool. Ich hoffe, dass, wenn das sein sollte, was ich hoffe, dann bitte mit Alkohol. Dann haben wir hier Granini Sensation Vanilla Passion. Passionsfrucht und Vanille. Bin mal gespannt. Kann ich mal kurz probieren. Ich hab Durst. Ah, ich habe so leichte Halsschmerzen durch die blöde Heizungsluft und die Kälte. Zum Wohl. Ja. Und das ist eine Pfandflasche. Ja, die Vanille kommt gut durch. Und die Frucht auch. Also. Empfehlenswert, also wer das mag. Ist ja nur Geschmackssache, ne? Dann haben wir als nächstes schön in Luftpolsterfolie eingepackt. Sehr schön. Weil ich kam eine Zeit lang, da war es leider immer irgendwas kaputt gegangen. Becks unfiltriert. Naturtrübpilz. Becks. Mit Alkohol. Ne? Ja, 4,9%. Das ist nochmal für ein Bier. Ui. Heute Abend im Livestream. Beginn 19 Uhr, 20 Uhr um den Dreh. Auf Twitch TV. Link in der Videobeschreibung. Genau wie die, wenn ihr eine Degusta-Box haben möchtet, ist auch in der Videobeschreibung ein Link. Allure Premium Seco. Diamant-Edition. Na, ich bin kein Prosecco-Fan. Ich trinke zwischendurch mal gerne mal einen Sekt. Hat 10,5% Volumen.
Aber probieren geht über studieren. Jawohl, ja. Dann haben wir noch als letztes wahrscheinlich, oder? Versteckt sich noch hier irgendetwas? Nein. Das ist hier das letzte Artikellein. Noch in Luftfolie. Milchkaffee. Eiskaffee. Milchpause. Auch nicht schlecht. Die lasse ich aber zu, weil ich habe schon was aufgemacht. Von Turm. Milchpause. Eiskaffee. Geschmack. 1,5% Fett. Also den Milchanteil. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich trinke gerne Milchkaffee und Eiskaffee und Cappuccino, die kalten von Gut und Günstig, die kennt ihr ja vielleicht nur für 49 Cent. Oder von Aldi, die haben ja auch die Eigenmarken für 49 Cent. So, das war's einmal. Dann müssen wir erstmal gucken, was für Bewerbungen hier drin haben. Habe ich glaube ich einmal vergessen. Deine ersten beiden Blumenboxen für je nur 14 Euro. Blümchen. Probier's doch mal. Ihr habt auch einen Rabattcode für die Gusta 50, müsste das glaube ich sein. Jawohl. Und 28 Euro sparen. Ihr könnt ihr mal gucken hier. Die Gusta 50. Könnt ihr zwei Blumensträuße für 5, 14 Euro kriegen. War immer ein stolzer Preis. Hier haben wir eine Postkarte von Seko. Kalt. Stellen ist auch irgendwie kochen. Das ist richtig. Kochen kann ich. Wann bist du da? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Dann haben wir noch eine Rezeptidee. Tomaten-Feta-Dip. Dann wollen wir mal gucken. Also 14,99 inklusive Versand. Ich rechne euch das mal zusammen. Die Granini ist ein Standardpreis 1,89 €. Die Miracoli 1,99 €. Das ist ein deutscher Preis, finde ich. Die Brand 2,79 €. Weiß ich nicht, ob es gut, günstig, teuer oder günstig ist. Der Eiskaffee kostet 1,19 €. Nur, das ist ein guter Preis. Die Pringles hätten drei Sorten gegeben. Tiki Sour Cream, Spicy Barbecue und Cheese und Chili. Also Cheese und Chili hätte ich auch gut gefunden. 2,59 €. Das Produkt des Monats ist Reese's und das ist ein Standardpreis 99 Cent. Das Eis kostet 2,49 € wie im letzten Monat, also ein Standardpreis. Der Eistee kostet 2,59 €. Gut, ich kaufe meistens Tee, wenn er im Angebot ist. Luaka hat nur eine Sorte gegeben, und zwar die mit der Zitrone. 1,79 € auch Standardpreis. Ja, wer öfters einkaufen geht, weiß ungefähr, wie die Preise sind. Frit kostet 75 Cent, ist auch ein Standardpreis. Naturelli, 2,99 €. Ganz schön. Aber es lohnt sich manchmal. Das Beck's Bier ist ein 6er-Pack, kostet 4,99 €. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe nur ein Handy. Also 22,05 € haben wir bis jetzt. Moment, 22,05 €. Was, wo waren wir jetzt dran? 4,99 € gibt halt durch 6, das sind dann 83 Cent pro Flasche. 22,05 € plus 80 Cent, habe ich die Summe wieder vergessen, egal, 80 Cent. Und dann haben wir noch Alur Premium Seko, 4,99 € für die Flasche, Donnerwetter, das ist ein Preis. Hat zwei Sorten gegeben. Somit haben wir 27,84 €. Wenn wir jetzt die 14,99 € abziehen, was ihr dann zahlt, mit dem Versand haben wir ein Ersparnis von 12,85 € für diese ganzen Produkte, die ich euch gezeigt habe. Klasse. Allein das alles ist schon mal, ja, richtig cool. Fritz ist eine neue Sorte. Fritz gibt es ja schon lange.
Aber das ist jetzt mit Grapefruit, das ist eine neue Sorte. Ja. Was sagt ihr dazu? Schreibt gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich um ein Däumchen freuen. Ein Abo, falls ihr noch keins habt. Die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr von mir. Und auf twitch.tv/bot104 wird täglich gestreamt. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Link ist auch in der Videobeschreibung, wie die Degusterbox. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und treu. Euer Bond ist raus. Bis zum nächsten Mal.